Hallo und ganz herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Der DAX ist heute freundlich in den Handel gestartet, hat dann aber schnell an Schwung verloren. Über die aktuelle Marktlage spreche ich jetzt mit Oswald Salcher von Flatex. Ja, schönen guten Nachmittag, Herr Salcher. Der DAX hat gestern zwar nach der Rede von Theresa May einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht, aber seitdem ist es dann doch schon wieder ja, fast langweilig, muss man sagen. Was machen denn die Trader der Flatex an so einem Tag wie heute? Ja, hallo Marco. Tatsächlich, langweilig ist genau das Wort, das trifft es am besten heute. Wenig Bewegung und ja, wenn nichts geht, dann kann man auch mal den Tag nutzen und was anderes machen. Heute in Frankfurt ist recht schönes Wetter, kann man auch mal rausgehen und ein bisschen spazieren gehen. Ist auch nicht besonders kalt, weil man muss ja nicht jeden Tag traden. Und das ist eigentlich die Botschaft, die ich sagen wollte. Also, wenn keine Bewegungen sind und wir haben momentan also überhaupt keinen Trend. Also auch gestern diese kurze Bewegung, die ging schnell nach oben, aber es ist schwer zu traden, wenn man nicht schon vorher positioniert war. Und momentan sucht also der Markt ein bisschen die Richtung, nicht nur hier in Deutschland, auch in Amerika. Wir kommen jetzt so richtig von der Stelle und es gibt genügend Fallen, in die man hineintappen kann und da ist am besten, man lässt die Finger davon, lässt die Positionen einfach offen, die man hat und hofft, dass man die richtige Entscheidung getroffen hat, aber ein Trend, ein ausgebildeter, der dann ein, zwei, drei Tage oder auch Wochen geht, den sehen wir momentan noch nicht. Vielleicht kommt ja morgen was, wir haben ja durchwegs diese Woche noch ein paar wichtige Entscheidungen. Morgen EZB-Sitzung am Nachmittag, da wird man mal sehen, wie die EZB auf die doch steigende Inflation jetzt reagieren wird. Wir hatten ja im Dezember 1,7% zum ersten Mal, glaube ich, wieder so einen hohen Wert, wie schon seit 3 Jahren nicht mehr. Ansonsten am Freitag wird dann Donald Trump endlich zum Präsidenten in sein Amt hineinversetzt. Mal schauen, was da dann entsprechend der Markt, ob der irgendwie drauf reagiert. Ansonsten gibt es ein paar Ausreißer heute. Gestern war die Lufthansa ja der Gewinner des Tages. Heute wird das Ganze wieder etwas zurückgenommen. Die Lufthansa mit minus 1,5%, weil das mit Etihad doch, glaube ich, nur ein Gerücht war. Keine Beteiligung, keine Kooperation oder eine lose Kooperation, aber keine Beteiligung, so muss man sagen. Deswegen ist da jetzt auch wieder die Luft heraus und bei der Lufthansa. Ansonsten, wie gesagt, ein Tag ohne großartige Ereignisse, die Rahmenbedingungen stabil. Da muss man nicht traden, wenn man nicht unbedingt Trader ist vom Beruf, dann einfach mal die Füße stillhalten und abwarten. Wie gesagt, morgen eine spannende Entscheidung mit der EZB und dann könnte der DAX auch wieder an Richtung gewinnen. Sonnig ist es tatsächlich bei uns hier in Kulmbach, Oberfranken auch, aber dabei ist es auch klirrend kalt, also wird zumindest wahrscheinlich eher ein kurzer Spaziergang für die Leute, die aus unserer Region kommen. Wie das Wetter in den USA ist, weiß ich zwar nicht, aber ich weiß, dass Dow Jones gestern nach dem Feiertag am Montag sich wieder ein bisschen mehr bewegt hat. Am Ende hat er sich etwas über 19.800 Punkten so eingependelt und kommt heute vorbörslich, aber wieder nicht von der Stelle. Wie geht's jetzt hier vielleicht weiter? Ja, Marco, einpendeln ist das richtige Wort für gestern. Wenn man den Chart anschaut, dann sieht man, dass er deutlich Schwingungen hat, der immer rauf und runter in einer Range von ungefähr 100 Punkten. Jetzt sieht man das auch im Chart, aber am Ende dann doch wieder ungefähr da stehen geblieben ist, wo wir schon am Tag zuvor waren. Auch Theresa May konnte ihn nicht sonderlich bewegen. Und jetzt sind wir ungefähr bei 19.815 heute vorbörslich, also in etwa da, wo wir gestern geschlossen haben. Bis dato noch keine großartige Veränderung. In Amerika gibt es heute die Verbraucherzahlen. Das ist nicht ganz uninteressant, könnte ein bisschen Richtung geben. Auf der anderen Seite warten sicher auch die Amerikaner dort auf morgen, wenn die EZB eine Entscheidung trifft, weil was hat das für eine Folge, wenn die EZB überraschenderweise, was wir nicht glauben, aber ihr QA-Programm noch weiter ausdehnen würde, dann würde das sicher zulasten vom Euro gehen. Das heißt, der Euro wird schwächer werden, der Dollar wird weiter steigen. Das würde die Amerikaner und den amerikanischen Markt ein bisschen einbremsen. Gleichzeitig sehen wir heute, dass das Öl leicht fällt, ungefähr etwas mehr als 1% im Minus ist. Und das bedeutet natürlich auch immer für Amerika, natürlich, wenn das Öl fällt, nicht gut, also zumindest keinen Anschub für den Dow Jones, ganz im Gegenteil, eher eine Bremse. Was wir in den letzten Tag sehen ist, dass der Dow Jones nicht über die 20.000 Punkte drüber kommt, sehr wohl aber der Nasdaq fast jeden Tag von einem All-Time-High zum nächsten wandert und auch die Tech-Werte wie Apple, wie Facebook und Google und Amazon, dass die entsprechend jetzt das wieder aufholen, was sie damals bei Donald Trump verloren haben. Schauen wir noch auf den ein oder anderen deutschen Einzelwert. Starten wir mit der Deutschen Bank. Die hat ja endlich eine Einigung mit der US-Regierung erzielt und muss jetzt 7,2 Milliarden US-Dollar bezahlen. Die Reaktionen der Börse waren aber ja, eher verhalten. Wie geht es jetzt weiter mit der Deutschen Bank? Ja, eigentlich könnte man sagen, das, was jetzt rausgekommen ist, das wussten wir. Wir wussten es zwar nicht im Detail, aber erstens einmal ungefähr die Größenordnung ist nicht überraschend und dass man sich einigt, das wurde ja in den letzten Tagen und auch schon vor Weihnachten angekündigt. Jetzt ist es endlich soweit.
Und jetzt ist dieses Kapitel einfach durch. Die Reaktion heute minus 0,9%, also nicht besonders groß. Und jetzt muss man einfach mal warten. Das sehr, sehr negative Kapitel, da hat man ja wirklich, kann man sagen, die amerikanischen, vor allem die amerikanischen Endkunden veräppelt. Da hat sich John Crine jetzt am Ende auch mit entschuldigt für diese faulen Kredite, die man da in Produkten an die Kunden weiterverkauft hat. Das Thema, glaube ich, ist durch. So ganz grob ungefähr, glaube ich, die Hälfte ist eine Strafe. Strafzahlung von diesen 7,2 Milliarden US-Dollar und die andere Hälfte sind Entschädigungszahlen an geschädigte Kunden. So, Thema durch. Wie geht es jetzt weiter mit der Deutschen Bank? Ich glaube, wir müssen abwarten, bis das nächste Mal Zahlen von der Deutschen Bank vermeldet werden. Dann wird man sehen, wie endlich mal das Kerngeschäft der Deutschen Bank, wie das läuft. Denn wir beschäftigen uns ja hauptsächlich mit Strafverfahren. Diese Einigung wird das vierte Quartal noch mit 1,1 Milliarden belasten, glaube ich, hat John Crine gesagt. Aber entscheidend ist ja, wie ist das Kerngeschäft? Kann die Deutsche Bank schon ein bisschen davon profitieren, dass in Amerika die Zinsen erhöht worden sind? Hilft das der Deutschen Bank schon? Letztens die Zahlen, die vermeldet worden sind von der Bank of America, aber auch von, ich glaube, Morgan Stanley war das, die haben vor allem im Handel mit Anleihen besonders gut verdient. Vielleicht hat auch die Deutsche Bank hier davon profitieren können und auf solche Zahlen warten wir. Dann erst, glaube ich, kann die Deutsche Bank entweder nach oben oder nach unten weitergehen. Wir sind momentan irgendwo knapp unter 18 Euro und das ist auch gut so. Ich denke, nach unten hin sind wir relativ stabil, aber jetzt muss die Deutsche Bank im Kerngeschäft mal wieder überzeugen. Darauf warten wir. Gestern haben Sie hier bei uns bei zwei von den drei deutschen großen Autobauern ein Verkaufssignal gesehen, aber Sie haben gesagt, man soll noch warten mit dem Verkauf. Gilt das auch heute noch? Ja, das gilt auch heute noch. Die zwei von den dreien waren eben Daimler und BMW. Bei Volkswagen, da hatten wir so eine starke Aufwärtsbewegung vorher, dass also diese 21-Tage-Linie noch nicht durchbrochen worden ist. Und ich habe das deswegen gestern vorsichtig gesagt, weil man sich ja oft dann ärgert, wenn man ausgestoppt wird, weil man eben den zweiten Tag unter der gleitenden Durchschnittslinie war und dann erholt sich der Kurs und man ist dann nicht mehr dabei. Das wäre schade. Und dieser Event, warum eben die Autobauer nach unten gegangen sind, das war ja dieses Interview am Sonntag in der Bild-Zeitung, das auch gestern veröffentlicht worden ist, wo Donald Trump besonders auf die Autobauer draufgehauen hat, auf die Deutschen und gesagt, okay, ihr müsst Strafzölle bezahlen. Und da haben wir aber auch gesagt, es wird nicht so heiß gegessen wie gekocht. Da muss man mal abwarten, was tatsächlich die Reaktionen sind. In einem anderen Zusammenhang zum Beispiel haben heute die Chinesen natürlich ganz klar gesagt, okay, wenn ihr uns irgendwelche Strafzölle auferlegt, dann werden wir auch entsprechend darauf reagieren. Also ich denke, so einfach ist es nicht, wie Donald Trump sich das vorstellt. Deswegen wird er auch nicht rigoros die deutschen Autobauer hier bestrafen können. Ganz im Gegenteil, ich hatte ja schon die Tage ausgeführt, dass allein BMW über 70.000 Mitarbeiter in den USA hat. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dieser Abwärtstrend, der ist wahrscheinlich nur von kurzer Dauer. Da muss man mal warten, ob sich das bestätigt. Deswegen abwarten mit dem Verkauf der Positionen. Heute sehen wir ein ganz, ganz leichtes Plus bei den deutschen Autobauern. Zumindest nach unten hin haben sie sich auf jeden Fall stabilisiert. Und ich würde mal sagen, nachdem wir ganz knapp jetzt bei Daimler wieder an der 21-Tage-Linie dran sind, kann gut sein, dass wir morgen wieder drüber sind, deswegen abwarten, noch nicht verkaufen. Sollte allerdings dieser Abwärtstrend sich weiter verstärken, dann muss man raus. Von der 200-Tage-Linie sind wir noch weiter davon entfernt. Insgesamt haben die deutschen Autobauer ja im letzten halben Jahr den Aktionären ziemliche Freude gemacht und die Freude könnte noch etwas weitergehen. Und Sie behalten natürlich die Autobauer und nicht nur die für uns im Auge. Dankeschön für heute, Oswald Seicher. Sehr gerne. Und danke auch Ihnen für Ihr Interesse. Morgen Vormittag gibt es dann wieder ein Interview mit Oswald Seicher. Bis dahin, machen Sie es gut.